Sarah, ich hoffe, das ist für dich okay, dass wir aufzeichnen hier. Ja, das wusstest du gar nicht, oder? Das wusste ich gar nicht. Ja, und genau, ich bin ein bisschen spät gekommen, deswegen muss ich erstmal gerade noch so ein bisschen runterkommen. Ich bin gerade mit dem Fahrrad, ich musste nochmal... Nee, überhaupt nicht. Ich finde es wunderbar, dass wir uns unterhalten. Du bist ja heute Abend unsere Stargästin. Ach, tatsächlich. Und hast jetzt, bevor ich kam, schon Wein bekommen. Ja. Und irgendwas ist mit dem Wein, oder was? Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich trinke jetzt nochmal selber. Steht auch Smirnoff drauf. Also vielleicht meinst du, es liegt daran? Hast du den bekommen oder was? Ja, oder? Hier. Ach so, der an der Bar, genau, oder? Genau. Und ach, sowas schenken die jetzt aus, also in so einem Smirnoff-Glas. Ja, fand ich auch sehr schick. Ich dachte, Berlin ist immer allem voraus. Ja. Aber bei mir brennt es danach. Ja, echt, ja? Warte mal einen Moment. Ich habe aber gerade Heuschnupfen. Ach so. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht so ein Nebeneffekt bei Heuschnupfen ist oder vom Antialektikum, dass dann Weißwein brennt. Bei dir brennt nichts, deine Zunge brennt nicht. Deine Lippen brennen nicht. Nee. Gar nicht. Nee. Das wird schon. Wir freuen uns auf die Show. Dann gut, dann. Sarah Hakenberg, die macht halt bei uns mit. Bitte, alles klar bei dir? Das ist ein bisschen stressig heute wieder, weil trotz der Hitze finden die Leute zu uns. Und naja, damit haben wir zwar nicht gerechnet im Vorfeld, aber... Es ist nicht so voll wie sonst, aber es sind ein paar da. Nee, ganz im Gegenteil. Es ist genauso voll wie immer. Wieso? Aber ich sehe da jetzt noch nicht so viele. Weil die alle draußen stehen und rauchen. Ach so, okay. Du meinst, die kommen alle noch rein, ja? Ja. Du hast mir erzählt, du bist so ein bisschen esoterisch inspiriert in letzter Zeit. Merkt man auch so an deinem Äußeren. So eine Verwandlungskünstlerin. Ja, jedes Mal ein neues Kleid. Naja, ich sag mal so, Thema Transformation begleitet mich sehr in meinem Leben. Und ob das neue Kleid ist oder alte Kleid ist, irgendwann werden wir alle unsere Kleider mal wieder in den Schrank hängen müssen. Und dann, ja. Transformation, das klingt gut. Das ist vielleicht auch ein Motto für unsere Show heute. Transformation. Jedes Mal ein neues Kleid. Ich habe ja immer denselben Anzug. Ja, nee, ach komm, davon abgesehen, dass der Anzug der gut steht, warum nicht mal ein bisschen mal Abwechslung? Das geht runter, das geht runter. Doch, es fand, da brennt's. Ja, oder? Da brennt, es brennt. Als ob da noch Wodka dran wäre oder so. Ja, ne? Ich freue mich sehr, dass doch einige gekommen sind, trotz dieses wunderbaren Sommerabends. Also haben wir ein bisschen Publikum auch für die Kameras. Wir zeichnen ja wie immer auf für unseren Partnerkanal Alex. Wer ist denn zum ersten Mal in der Lokalrunde? Ganze Menge, dann kläre ich kurz, was wir machen, wer wir sind. Wir sind eine Show mit Unterhaltungsanspruch, mit Weltniveau sogar im Untertitel. Und wir machen Musik, Tänze, zeigen Videos. Die Musik kommt von unserer fantastischen Showband, eben gehört, die Mariachi! Und mein Name ist Ivo Loschen. Ich begleite Sie durch den Abend. Ich bin Ihr Moderator, Ihr freundliches... Vielen Dank, ja. Danke. Und wir präsentieren immer zwei Stargäste. Heute sind es Gästinnen und die bitte ich jetzt auf die Bühne und damit ich auch um einen Riesenapplaus, auch wenn ihr die Namen vielleicht zuvor noch nie in eurem Leben gehört habt. Heute Abend bei uns zweimal Sarah. Sarah Bosetti und Sarah Hakenberg. Wir würden nicht Lokalrunde heißen, wenn wir nicht auch immer einen ausgeben würden, gleich zu Beginn der Show, um uns ein bisschen locker zu machen. Und heute, ich habe es schon erwähnt in unserem Newsletter, ist es ein Wodka aus der Ukraine. Ja, man höre und staune. Ich hole mal. Hier, kann man nicht richtig lesen. Nasha Marka, Klassitschna. 27,80, aber das sind Grivna, also relativ preiswert eigentlich. Und er ist leider warm.
Ich habe es nicht geschafft, den nochmal zu kühlen. Schmeckt aber super. Also ich habe ihn auch schon probiert und wer will denn? Ah, dann gebe ich es hier mal rum. Und Ivo, weißt du, wie man den trinkt in der Ukraine? Wie man den trinkt? Ja, weil normalerweise haben die nämlich immer so eine, weißt du, diese scharfen Dinger, diese Paprika in scharf. Bei diesem hier? Oder wisst ihr? Pepperoni, danke. Ah, ja. Genau. Ja, egal, bei welchem. Die schenken die immer eine frische Pepperoni rein, ja? Und dann wird eingeschenkt und derjenige, der die Pepperoni hat im Glas, muss mittrinken, mit Pepperoni komplett aufessen, aber dafür hat er dann für immer ein glückliches Leben. Ich habe auch in der Ukraine. Am Flughafen zum Rückflug da in Odessa, da war jemand, der hat die einfach so, das war 12 Uhr morgens, der hat sich dann einen bestellt, dann noch einen, der hat die einfach immer hintergekippt. Also so. Wasser. Ich mache das ja immer schlückchenweise, aber naja. Es wäre schön dann, wenn ich es euch gebe, wenn noch was drin bleibt. Also, dass ihr es einfach dann weiterreicht, die Flasche, oder? Ja, und während die Flasche kreist, singe ich traditionell ein Lied. Es ist relativ niveaulos, muss ich sagen. Aber, das Lied jetzt. Aber es hat dann einfach einen guten Start, um das Niveau noch zu steigern, denke ich mir. Es ist ein Lied, ja, ich habe es eben schon erwähnt, ich war in der Ukraine, in Odessa. Und da am Strand, am Schwarzen Meer, da haben wir getrunken mit Einheimischen. Und in der Ukraine gibt es noch Alkopops. Kennt ihr die? Alkopops gab es hier auch mal. So kleine Flaschen mit Rum und Brause oder so, Geschmack. Die wurden irgendwann verboten oder teurer gemacht, weil die Jugendlichen da zugegriffen haben. In der Ukraine, da gibt es noch haufenweise von diesen Alkopops und sind auch sehr preiswert. Ja, wir haben da gebechert und das hat mich erinnert an einen Ausflug vor 5 Jahren oder so an den Liebnitzsee. Da war ich mit einer guten Freundin, also wirklich nur eine gute Freundin. Zwischen uns lief gar nichts und wir haben da am Liebnitzsee hatten wir auch Alkopops dabei. 10 insgesamt, ich habe 9 davon getrunken und war dann so ein bisschen angeheitert. Das Lied heißt Sommerzeit. Ja, ganz kurz, einfach jetzt nur zum Wodka. Mit Alkopops am Nachmittag am Badesee bin ziemlich stark beschwipst und ich schau dich an und was ich nicht verstehen kann, ich find dich plötzlich ganz spontan attraktiv in meinem Wahn. Steiger ich mich jetzt da rein oder was? Vielleicht liegt's am Sonnenschein oder doch am Alkopop. Plötzlich geht mir durch den Kopf, wie schön es mit uns beiden wär. Ich denke jetzt so ungefähr folgendes: Sommerzeit und dein Haar weht im Wind, Baby. Ich bin ziemlich breit und ich möchte ein Kind mit dir. Sommerzeit, ich beginne zu witzeln. Gerne mal kitzeln, Baby. Sommerzeit. Du schaust ziemlich empört. Du sagst, tut mir leid. Ich habe mich wohl verhört. Sommerzeit. Und es war Wodka rum.
Da ist er. Und ihr wollt auch noch was, oder? Wird nicht reichen, sage ich schon mal. Sage ich euch schon mal direkt ins Gesicht. Oh, was ist ein Rest, ein Spuckrest hier für mich, oder was? Ja, das ist aber lieb. Aber ich habe zu Hause schon Ärger. Ich verhaspel mich jetzt hier. Jetzt kommt sie ans Mikrofon, unsere erste Stargästin heute Abend. Und ich bitte um einen Startapplaus für Sarah Bosetti. Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich fett. Zumindest in Gedanken. Das wäre nicht wirklich schlimm, denn so hätte ich wenigstens eine Antwort auf alles und jeden. Willst du etwa sagen, dass ich fett bin? Wenn mich ein Kellner fragt, ob ich den Kakao mit oder ohne Sahne möchte. Willst du etwa sagen, dass ich fett bin? Wenn in der U-Bahn jemand zur Seite rückt, um mir einen größeren Sitzplatz zu schaffen. Willst du etwa sagen, dass ich fett bin? Wenn der GEZ-Mann mal wieder vor der Tür steht und fragt, ob ich mal den Weg zu meinem Wohnzimmer freigeben könne. Egal wie weit hergeholt, Frauen dürfen so etwas sagen, weil Frauen etwas anderes nicht dürfen, nämlich fett sein, sagen Männer. Nicht alle, aber viele. Dabei stelle ich sie mir schön und weich vor, die Welt, in der alle Männer wie Michelin-Männchen aussähen und alle Frauen wie Michelin-Weibchen, die auf den ersten Blick nur dadurch voneinander zu unterscheiden wären, dass es aus den Weibchen immer wieder, willst du etwa sagen, dass ich fett bin, quäken würde? Was die Männchen nur mit resignativem Schulterzucken zu kommentieren wüssten. Ein solches Weibchen wäre ich gern. Und vielleicht wäre da tatsächlich jemand, der mich nicht fett fände. Und so hätte ich möglicherweise einen Freund. Und der würde mich jeden Morgen mit Harfenmusik und einem Frühstück am Bett aus 0,1% Magerjoghurt und liebevoll in Herzform geschnittenen Apfelstückchen wecken, weil ich behauptet hätte, ich beginne den Tag gerne mit fettarmem Obstjoghurt, das gut für Fitness und Figur sei. Willst du etwa sagen, dass ich fett bin, würde ich dann schreien, weil ich eigentlich viel lieber Schokomüsli zum Frühstück äße und seine fettfreien Herzchen missverstünde als Anspielung auf meine weiblichen Rundungen. Das würde sein sensibles Apfelherzchen brechen, genau wie die Apfelherzchen mindestens 10 anderer Männer, die einfach nicht wüssten, was sie falsch gemacht hätten. Ich hingegen wüsste genau, was sie falsch gemacht hätten, weil ich eine Frau wäre und Frauen immer wissen, was Männer falsch machen. Der wahrste Satz in dem Text. Ich habe schon überlegt, ich hätte den ganzen Text gar nicht schreiben müssen, nur diesen einen Satz. Und dann hätte ich genug von der Männerwelt und würde probeweise lesbisch werden, was ich dann aber ziemlich schnell wieder aufgäbe, weil mich die ewige Frage meiner Freundinnen, ob ich sie fett fände, in den Wahnsinn triebe. Im Wahnsinn angekommen, würde ich anfangen, Gedichte zu schreiben, Frauengedichte, und die klängen in etwa so. Alles dreht sich nur um dich, ich find dich richtig nett, und alles um mich dreht sich, sag, findest du mich fett? Die würde ich dann all meinen Ex-Freunden und Ex-Freundinnen vorlesen, doch würden sie nicht ausreichen, um gebrochene Apfelherzchen zu heilen. Also würde ich mich damit auf eine Bühne stellen und würde ganze Menschenmengen mit Herzschmerz überschütten und mit klischeegetränkten Texten darüber, wie es wohl wäre, eine Frau zu sein. Und niemand würde den Subtext verstehen. Heile mein Aufmerksamkeitsdefizit. Nimm mich in den Arm, sag, dass Mami Papi liebt und dass die Welt in Ordnung ist. Und vor allem sag, dass ich nicht fett bin. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Sarah Bosetti. Es geht weiter mit Musik. Und zwar vom Keyboard. Ein Applaus für Sarah Hakenberg. Dankeschön. Ja, habt ihr schon verraten, dass ich aus München komme? Eigentlich nicht, ne, netterweise. Nee, ich dachte, das würde das irgendwie unsympathisch. Ja, ich weiß immer so. Ist genau das passiert. Meine erste Lesebühne damals in Berlin war das so. Da kam ich dann, hieß es dann, ich komme aus München, und dann wurde ich gleich ausgebuht. Aber hast du nicht ganz früher immer gesagt, du kommst aus der Uckermark? Nee. So. Das habe ich, nee. Da. Mit wem verwechselst also, du mich? Uckermark hat ja total einen Sympathiebogen, wenn man sagt, man kommt aus der Uckermark. Echt? Guck, also ich komme übrigens aus der Uckermark. Genau, deswegen habe ich überhaupt angefangen mit dem Thema München, weil das ein Lied ist, was sich auf München bezieht, weil ich in dieser Stadt gerade wohne. Und kennt ihr Georg Kreisler? Ja. Yay, sehr gut. So, Kreisler hat ein wunderbares, süßes, putziges Tierlied geschrieben, Tauben vergiften im Park, heißt das. Das kennt ihr wahrscheinlich auch, die Kreisler-Fans. Ist sehr süß. Und dieses Lied, habe ich festgestellt, ist zumindest in München nicht mehr so ganz aktuell. Deswegen habe ich das jetzt umgeschrieben. Und ich weiß nicht, also ich glaube, für Berlin stimmt es eigentlich gar nicht so, aber das macht ja nichts, weil für München stimmt es.
finde den Anfang schon so toll. In München freuen sich heut groß und klein, sie kommen von fern und von nah. Auch uns lädt der englische Garten ein, der Sommer ist da. Dort drüben im herrlichen Sonnenschein spielt ein Chihuahua im Klee. Auch ich und ich trete grad in sein Häufchen hinein. Schatz, ich hab eine Idee. Ja, der Flieder floriert und der Fink tirilliert. Geh mal Hündchen, Löhnchen in München. Die Sonne brilliert und ein Fink applaudiert. Geh mal Hündchen, Löhnchen in München. Das Frauchen ist nun voller Trauer. Hin ist ihr kleiner Chihuahua. Ja, für hochgezüchtete Hündchen schlägt heute das letzte Stündchen. Einer ist jaulend davongerannt, den haben wir leider verpasst. Ein anderer kläffte bloß provokant, der baumelt nun dort an dem Ast. Zum munteren Metzeln im grünen Gras kommt auch der Schützenverein. Pro Kläffer ein Treffer, hurra, das macht Spaß. Jeder darf heut lustig sein. Während das Rotkehlchen piept und das Pärchen sich liebt, geh mal Hündchen, Löhnchen in München. Die Blaumeise zieht und die Joggerin fiebt wegen Hündchen, Löhnchen in München. Guck mal, wie niedlich klein Lisa, er tränkt einen dort in der Isar. Die Brücke ist hoch, sie gibt ihm einen Schubs, so geht das Möpschen hops, ups. Ach, was ist das heut nur für ein fröhliches Fest beim Hündchen, Löhnchen in München. Wie es sich dabei doch glücklich sein lässt, beim Hündchen, Löhnchen in München. Voller Elan plättet Edgar, Zwergpudel Paul mit dem Ketka. Ja, für hochgezüchtete Hündchen schlägt heute das letzte Stündchen. Und sollten sie uns einmal kratzen, morden wir morgen die Katzen. Dankeschön! Vielen Dank, Sarah Hartenberg. Und ich bitte um einen nochmaligen Applaus für Sarah Bosetti. Ja, ich möchte die Stimmung ein wenig senken. Ihr habt mir zu gute Laune. Ich mache jetzt Lyrik. Wer von euch will Lyrik hören? Das sind wenige, alle anderen müssen sich jetzt die Ohren zuhalten. Der ist verrockt und er geht so. Das Ende der Welt ist ein Querstreifen, gebrochen nur selten von schwarzen Gestalten, die wie du einsam am Sandstrand suchend umherstreifen, sich in die Gewalt begeben von Naturgewalten. Jeder Schritt gesetzt im goldenen Schnitt, jedes Wort nach Maß, jede Tat gewogen, die Welt hat drei Farben. Du hast in einer Rockband gespielt und ja, ihr habt gerockt. Aber damals hieß das noch nicht so. Damals wart ihr Dufte oder Knorke oder Klasse oder Schnieke oder Fesch oder Fetzig oder Urstgut oder Tofte oder Toll oder wie auch immer ihr das nanntet, wozu euch das Wort cool fehlte. Einmal habt ihr sogar als Vorgruppe von The Who gespielt, das weiß jeder, weil du es gerne erzählst. Du hast getrunken und geraucht und alle verletzt und alles verloren und auch sonst dafür gesorgt, dass man deine Geschichte nicht erzählen kann, ohne dass sie nach Klischee riecht. Die Welt hat drei Farben. Ihre Konturen sind schwarz und das Weiß dazwischen ist keine Leere, sondern ein notwendiger kompositorischer Ausgleich. Die Welt hat drei Farben, aber nicht hier. Alles hier ist eins, du hattest vergessen, dass das geht. Also stehst du hier und denkst Dinge, die jeder denkt, der am Beckenrand des Meeres steht. Querstreifen sind nicht das Ende der Welt, aber sie machen dick, sagt eine dicke Dame in quergestreifter Bluse. Du verstehst sie nicht, denn sie spricht Polnisch, aber recht hat sie. Du warst Physikprofessor.
Und ja, du hast gerockt. Kamst immer als Letzter in den Hörsaal, nicht aus Prinzip, sondern um der Dramatik deines Auftritts zu dienen. Sei der Letzte, der kommt und der Erste, der geht, hast du immer gesagt und es wie eine Weisheit klingen lassen, wie alles aus deinem Mund wie eine Weisheit klang, so dumm es auch war. Die Welt hat drei Farben, aber nicht am Meer. Das Meer spricht von Zeit und von Zeitlosigkeit. Du verstehst es nicht, denn es spricht Polnisch, aber das ist nicht wichtig. Denn Worte sind nichtiger als Sprachlosigkeit und du bist deine Sprache los und deinen Humor noch dazu. Du findest und fühlst dich außerstande, lustig zu sein. Also öffnest du Nase und Augen und hörst der Wellen wirren Worten zu, denn alles hier ist schön. Und Schönheit ist humorlos. Du warst Ehemann und dann Vater. Und weil es das Klischee so will, hast du darin nicht ganz so sehr gerockt. Warst irgendwann immer der Erste, der kam und der Letzte, der ging, nur eben nicht bei deiner eigenen Frau. Sei nicht ehrlich, sondern authentisch, hast du immer gesagt und aus deinem Mund klang selbst das wie eine Weisheit und jetzt bist du krank. Das ist irgendwie unfair, schließlich rocken auch andere. Auch andere hängen in verraucht verruchten Kneipen rum und hören schlechte Rockmusik von einer Band, die angeblich irgendwann mal als Vorgruppe von The Who gespielt hat. Wodka ist nicht das Ende der Welt, aber er schmeckt zum Kotzen, sagt ein alter Mann und kotzt ins Meer. Du verstehst ihn nicht, denn er spricht Polnisch, aber recht hat er. Über ihm schwirrt ein Mückenschwarm und stürzt sich nach und nach in Todeswut dem Wodka hinterher in die salzige Flut. Vielleicht ist Wodka doch das Ende der Welt, wenn auch nicht für den alten Mann und nicht für dich, so doch für eine betrunkene Mücke, die am Meeresspiegel zerschellt. Du bist in deinem Leben 87 Mal umgezogen. Damit liegst du über dem Durchschnitt. Du liegst gerne über dem Durchschnitt, deshalb bist du noch ein letztes Mal umgezogen, direkt an einen einsamen Sandstrand in Polen, um das Gras wachsen zu hören, bis du hineinbeißen musst, sagst du. Und niemand fragt, an welchem Sandstrand genug Gras wächst, um den Mund voll zu kriegen. Niemand fragt dich irgendwas, weil du immer so viele Antworten auf jede Frage hattest, dass irgendwann niemand mehr da war, der Lust hatte zu fragen. Einsamkeit ist auch nur ein Klischee, hast du immer gesagt und es wie eine Weisheit klingen lassen. Jetzt ist Einsamkeit dein Klischee. Und vielleicht sagst du auch das und lässt es wie eine Weisheit klingen, aber niemand hört zu. Das Rauschen der Wellen klingt kaum anders als das Rauschen einer Autobahn. Es sieht nur anders aus und riecht nach Fisch. Und doch fühlst du dich mit weiter Sicht auf einen Querstreifen im dämmernden Abendlicht zugleich verloren und seltsam geborgen. Wärst du am Meer geboren, du wärst schmalziger Romantiker geworden. Denn das Ende der Welt ist ein Querstreifen, gebrochen nur selten von schwarzen Gestalten, die wie du einsam am Sandstrand suchend umherstreifen und in der Gewalt von Naturgewalten das tiefe Meer für Tiefsinn halten. Ich habe dich nicht erfunden. Hätte ich dich erfunden, hätte ich mir eine originelle Geschichte für dich ausgedacht. Eine, die frei ist von Klischees, eine, die rockt. Aber das Leben schreibt keine guten Geschichten, das Leben schreibt nur Geschichten, die schon jeder kennt. Eine Geschichte ist immer nur so gut wie ihr Ende, hast du immer gesagt. Aber Lebensgeschichten enden nun mal nie gut. Dankeschön. Ganz kurzes Schlusslied. Das heißt, ich wackel albern mit dem Po. Du hast heute so schön gelacht. Ich habe mich gefragt, ob du vergeben bist. Und du hast so streng geguckt, mir ist die Frage aufgezuckt, ob du mit ihr zusammen bist. Und ich beweg mich körperlich, als hätt ich partiell die Gicht. War bei mir schon so als junger Mann, ja. Und ihr fragt euch sicherlich, ob der Typ davon eigentlich in seinem Alltag von leben kann. Wisst ihr, es ist so, ja, wir machen hier nur Show. Ich schüttel albern meinen Po. Wisst ihr, es ist so, ich kann sonst leider nicht. Leute, Tränen weggewischt, euer Mitleid ändert nicht daran, dass ich nur mal nicht anders kann. Und ich nehm gern von eurem Eintrittsgeld. Und ob's euch hier gefällt oder nicht, ist eigentlich wurscht. Denn auch als alter Mann mach ich mit meinem
wackelt albern mit dem Po. Wisst ihr, es ist so, ich kann nicht anders. Ja, wir machen hier nur Show. Dich macht's traurig, sie macht's froh. Wisst ihr, es ist so, ich kann sonst leider. Lokalrunde. Mit dabei war Sarah Hakenberg und Sarah Bosetti. Mein Name ist Ivo Lotion, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir zum ersten Mal mit Sarah Bosetti eine Gästin begrüßen dürfen, die schon zum zweiten Mal in der Sendung ist. Ich glaube, wie lange ist es her, dass du in der Lokalrunde warst? Dass ich da war das letzte Mal? Ich glaube, ein Jahr. Ja, Sarah, schön, dass du mal wieder in Berlin bist. Wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange, oder? Ja, stimmt. Wie viele Jahre schon? Hat sich seitdem viel verändert in unserer Show? Was ist dein Eindruck? Na, der Ort zunächst mal hat sich geändert. Ansonsten eigentlich nichts. Was mich jetzt überrascht hat, damals, als wir uns kennengelernt hatten, bei LSD war das, glaube ich, da hast du nur Texte gelesen. Aber inzwischen machst du eigentlich nur Musik, oder wie kann man das verstehen? Ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass wir viel besser geworden sind, dass alles toller ist und so, ja. Ach so, ihr seid viel besser geworden. Mir hat es zwar Spaß gemacht, die Texte zu schreiben, aber ich habe festgestellt, dass mir die Lieder noch viel, viel mehr Spaß machen. Und Sarah, was ist bei dir in dem Jahr passiert? Eigentlich nichts, außer dass ich ein Buch geschrieben habe. Darauf willst du hinaus, richtig? Dein Programm besteht schon hauptsächlich aus Liedern? Ja, ja. Oder komplett aus Liedern? Fast aus Liedern und dann, also so 80% Lieder, 20% Geschichten. Also ich lese noch zwei Geschichten vor. Ist es ein Roman oder eine Kurzgeschichtensammlung? Es ist was dazwischen. Also es ist eine Sammlung meiner Kurzgeschichten, die ich aber auf wundersame Weise zu einer ganzen Geschichte verwoben habe. Du tourst ja richtig mit einem Soloprogramm durch die Republik, also als Kabarettistin oder Comedienne mit hinten. Nein, mit Kabarettist, also besser, also stimmt auch nicht, eigentlich Liedermacherin, aber lieber Kabarett als Comedy. Das Buch kann man überall kaufen oder wie ist das? Man kann es nicht überall kaufen. Man kann es bei mir kaufen und bei allen möglichen Online-Shops und bei Amazon natürlich. Wo kann man dich denn das nächste Mal erleben? Ich bin überfordert mit dieser. Ja, nee, es ist auch nicht so wichtig. Ja, da sind so viele Termine. Nee, das ist klar. Sarah, sag nochmal den Titel vom Buch. Wenn ich eine Frau wäre. Auf der Webseite kann man ja nachgucken bei www.sarah-hakenberg.de. Fühlst du dich nicht als Frau, oder? Ich fühle mich nicht unbedingt als Klischeefrau. Beziehungsweise manchmal erwische ich mich dabei, eine zu sein. Da findet man nämlich alle Termine. Jetzt ist natürlich Sommerpause, da passiert nicht mehr so viel. Aber danach dann. Geht es im Buch also hauptsächlich in diesen Kurzgeschichten darum, um dieses Thema keine Klischeefrau zu sein? Naja, nicht nur. Also es geht eigentlich um ein Künstlerpärchen in Berlin und ein Teil dieses Pärchens ist nun mal eine Frau. Du hast eben so schön Sarah Hakenberg so langsam gesagt, dass man das auch dann direkt so unten einblenden konnte, wie es eben schon passiert ist. Wollen wir gemeinsam nochmal Tschüss zu unseren Zuschauern sagen? 1, 2, 3. Tschüss. Ein Künstlerpärchen in Berlin. Vielen Dank, Sarah. Na, vielen Dank dir.